Damit du dir deine Authentizität vor der Kamera erhalten kannst, ist es ganz wichtig, dass du dich bei der Aufnahme nicht total verrückt machst. Weil es ist klar, du denkst dann an deine verschiedenen Inhalte, hoffst, deine Stichpunkte wieder in den Kopf zu kriegen. Das ist ja auch gar nicht so einfach, dann wirklich alles vollständig zu haben. Aber du kannst eben nicht ablesen daneben. Es gab schon Drehs, da hat der Kunde drauf bestanden, er wollte von dem Flipchart den Text ablesen. Und dann stehst du da und versuchst ihn zu überreden, nein, das ist nicht sinnvoll, bitte nicht. Und ich konnte es zweimal nicht verhindern. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Wir haben uns entschieden, 1999 diesen Weg zu gehen und einen neuen Maschinenpark anzuschaffen. Und seitdem haben sich unsere Umsätze maßgeblich gesteigert. Also ernsthaft, so in der Richtung klingt das. Er hat jetzt schon, ich habe es vorgemacht, sogar ein bisschen in die Kamera geguckt. Ehrlich gesagt, das schafft man normalerweise gar nicht, wenn man den Text abliest. Also bitte, merk dir die wichtigen Punkte. Wenn du darüber sprechen möchtest, 1999 hat man sich entschieden, einen neuen Maschinenpark anzuschaffen, was ich mir gerade eben ausgedacht habe, dann kannst du dir das auch so merken. Ja? Und dann kannst du authentisch bleiben, kannst die Geschichte so erzählen. Von mir aus mach dir Kärtchen, die dir helfen. Aber Hauptsache, du bleibst authentisch. Blätter um, das ist okay. Hol dir die Hilfe. Aber mach's nicht bitte daneben. Das wirkt dann einfach merkwürdig. Und mach bitte auch nicht mit dem Teleprompter. Ablesen auf dem Teleprompter klappt auch überhaupt nicht. Ja? Du kannst sogar, das ist auch authentisch und in so einer Aufnahme, je nach Situation sogar okay, wenn jetzt jemand im Hintergrund steht, so wie Chris zum Beispiel, und ich hätte jetzt meinen Text vergessen und ich würde ihm sagen, sag mal Chris, wie hieß der zweite Stichpunkt noch? Jetzt musst du antworten, damit wir wissen, dass das stimmt, dass du da bist. Okay, seht ihr? Das ist auch authentisch, ja? Aber völlig unabgesprochen. Denk, was spricht er mir jetzt an? Ist er verrückt geworden oder was? Ja? Und auf einmal ist es authentisch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man authentisch, sympathisch, locker rüberkommen kann. Es muss natürlich passgenau sein zum Thema und zur Zielgruppe. Das, was wir jetzt gemacht haben, kann man natürlich nicht überall machen. Aber gönnt euch das einfach mal. Probiert es mal aus.